Im Salzburgerland, da ist gut lustig sein. Grüß euch Gott, Bernadette ist wieder da. Wir machen heute die berühmten Salzburger Nockerlern. Die stammen aus dem 17. Jahrhundert. Und dazu brauchen wir mehr. 10 Stück Eier, 7 Decker Kristallzucker, 4 Decker Mehl, einen Staubzucker, eine Preiselbeeren und einen kleinen Schluck Milch. Und als erstes fangen wir an und trennen die 10 Eier mit die Dotter. Da habe ich jetzt hergerichtet meinen Rührkessel. Und da tun wir jetzt die 10 Eiklar rein. Und für die Salzburger Nockerln nehmen wir nur 5 Dotter dazu. Aber die Eiklar brauchen wir 10 Stück. So. Wichtig ist bitte, dass schauen, dass die Eier Zimmertemperatur haben. So, da sind jetzt das erste Mal die 4, eins kommen wir noch dazu, die 5 Dotter, was wir für die Nockerln brauchen. Da hat sich jetzt eine geschwindelt, 2 Dotter, macht nichts, kann kein Fehler sein. Und jetzt nehmen wir noch das restliche Eiklar. Die tun wir auf die Seiten. So. Wunderschöne Bio-Eier. Und wie gesagt, wichtig ist Zimmertemperatur. Nicht vom Kühlschrank außer. So. Und schon haben wir es. Jawohl. Das ist jetzt einmal der erste Schritt gewesen. So, und zu diesem Eiklar geben wir jetzt die 7 Decker Kristallzucker. Und dann schalten wir das ein und schlagen das richtig fest steif. Das ist der erste Schritt. So, schaut's einmal. Die Eiermasse ist jetzt schön fest, mit dem Zucker. Jetzt geht's her. Das Wichtigste bei den Salzburger Nockerln, so habe ich das gelernt, dort mal das Mehl und die Dotter unterheben mit dem Kochlöffel. Nie mit einem Schneebesen. Jetzt geben wir die Dotter da rein. So. Und der Prova, schaut euch diese schönen Dotter an. Und jetzt geben wir das Mehl dazu. So. Das Wichtigste, was nachher braucht, ist der Kochlöffel und die Tagkarten. Und dann wird das Mehl und die Dotter schön untergemengt. Schön unter eine heben. Alles schön verteilt ist. So. Immer wieder abklopfen. Schauen, dass auch schön das Müll erwischt. So. Schön bis unten eine. So. So, schaut einmal her, so soll es ausschauen. Das putzen wir jetzt schön sauber ab. Das Wichtigste bei den Salzburger Nockerln ist, dass man da jetzt, da habe ich hergerichtet, eine Preiselbeeren in eine Blarus eine und da gibt man ein bisschen Milch dazu. So.
Und dort drauf werden wir jetzt drei Berge versetzen. Und die drei Berge heißen, das ist jetzt einmal der Mönchsberg, dann haben wir den Kapuzinerberg und den Geißberg. So, diese drei Berge, sagt man, symbolisieren die Berge um Salzburg. So, da heben wir schön drauf. Das Backrohr habe ich schön vorgebacken, auf 200, vorgeheizt, hoppala Bernadette, vorgeheizt auf 200 Grad. Und wir geben jetzt die Salzburger Nockerl 10 Minuten ins Backrohr. Und dann machen wir sie fertig. So, meine Lieben, die 10 Minuten sind um. Die Salzburger Nockerl sind fertig. Und jetzt machen wir die verschneiten Berge rund um Salzburg. Der Mönchsberg, der Kapuzinerberg und der Geißberg. Gutes Gelingen, probiert einmal Salzburger Nockerl aus. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich. Alles Liebe!